Ja, also an für sich geht es doch. Ich teste heute schon wieder so fünf, sechs, sieben verschiedene Spots. Und naja, Bärensee geht halt immer, ne? Wobei ich gerade hier auf 44, 50 schon lange nicht mehr war. Und deswegen einfach mal wieder getestet. Und bisher muss ich sagen, es ist ganz okay. Schön entspannt hier auf Karpfen. Sieht schon ganz gut aus. Vielleicht gehen noch ein bisschen mehr Lederkarpfen rein. Ja, also einer der absoluten Klassiker-Spots natürlich. Ich meine, es gibt nur drei wirkliche Spots am Bärensee. Von daher, einer dieser drei Spots ist natürlich hier 44,50. Und es gibt auch nicht so wahnsinnig viele Futtermischen bzw. Köderkombinationen, die immer wieder gut funktionieren. Eine davon ist schwarze Johannisbeere. Funktioniert immer wieder, sollte man auf jeden Fall dabei haben, wenn man das erste Mal zu dem Gewässer rennt und sich denkt, allen Karpfen teste ich heute mal. Dann auf jeden Fall sowas wie, ja, schwarze Johannisbeere mitnehmen. Anderes Ding wäre sowas wie Kokossahne. Immer mitnehmen, immer testen. Oder auch mal Muschel geht auch immer mal wieder ganz gut. Also, das ist immer ein Must-Have. Und Himbeere, auch ein absoluter Klassiker. Oder auch eine Möglichkeit, ganz simpel, auch hier an der Stelle, nur mal mit dem Honigteig, nur mal mit dem Weizenkorn einfach reinballern hier auf 21 Meter. Zack, locker raus. Und zwar landen wir dann knapp hinter diesen Seerosen, also genau dahinter. Und ja, da geht es dann richtig schön noch ein bisschen runter. Das ist so eine leichte Kante. Und da liegen dann die Boilies an der Kante, knapp hinter der Kante. Und dann gib ihm. Ja, an der Stelle, wie gesagt, es läuft ganz okay. Es läuft konstant. Es ist keine super hohe Frequenz. Ich bin allerdings auch mit relativ hohem oder dicken Boilies unterwegs. Wir könnten hier leichter reingehen oder beziehungsweise etwas kleiner reingehen für mehr Frequenz. Wenn man also ein bisschen mehr auf Masse aus ist, dann auch gerne das. Allerdings werden dann natürlich auch die Karpfen meist ein bisschen kleiner. Futtermische, auch das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man hier steht mit der ganz normalen Standard-Futtermische. Dann ballert man sich ordentlich nochmal den Tee rein, damit man ordentlich Energie hat. Und wenn man dann vollgeladen ist mit voller Energie, nimmt man die Futtermische-Bällchen. Gucken wir mal eben nach. Hier nehmen wir einfach mal Standard-Karpfen zum Beispiel. Hier ist sie, Karpfen Original, benutzen. Stellt sich hier vorne an die Kante und dann ballert man die einfach raus, maximal. Und die fliegen. Na, gucke mal. Wir gucken nochmal genau hin, wo sie landen. Zack. Platsch, genau hinter den Seerosen. Und dann haben die ja 2,5 Meter Radius. Das heißt also, wenn wir hier stehen und wir werfen hier mit dem Clip auf 21 Meter und ballern hier auf ungefähr 20 Meter die Futtermische rein, ist das immer noch komplett okay. Man braucht also kein PVA. Man hat also keinen Vorteil davon, wenn man PVA verwendet, außer dass es einfach nur sackbequem ist. Man kann aber genauso auch die Futtermische in Kugelform nehmen, reinwerfen und dann ist das genauso wirkungsvoll. Also kein Stress und kein Mimimi. Der eine verwendet PVA, der andere die Futterrakete. Der nächste nimmt einfach den Fiederkorb und schmeißt auf 21 Meter mit dem Fiederkorb, wechselt danach einfach auf die Karpfenruten und kann dann genauso auch auf Karpfen hier angeln, ohne dass man quasi hier mit einem Futterbällchen rauswirft oder dass man mit der Futterrakete rangeht oder mit der Futterschleuder oder. Einfach zack, eine olle Fiederrute nehmen, was man noch so rumliegen hatte, Fiederset Start oder was, Futterkorb dran klatschen und gut ist. Es gibt ja immer auch die Futterkörbe hier mit zwei Portionen. Auch das ist dann natürlich eine Möglichkeit. Dann wirfst du fünfmal aus oder wirfst vielleicht 15-mal aus und hast den Spot. Naja, ich würde vielleicht 7-mal, 8-mal auswerfen, vielleicht so ein bisschen gestreut.
Und dann reicht das. Zack, 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 zack. Weil man ja auch nicht immer mit jeder Route genau gleich wirft. Aber dann passt das eigentlich schon. So, irgendwo hat das hier gerade gezuppelt und gebimmelt. Was halt krass ist, und das ist natürlich meine heimliche Hoffnung, es wurden auf diese Köderkombination wurden auch schon Goldschleien gefangen. Und das wäre natürlich der Hammer. Es wurden richtig, richtig große Goldschleien gefangen. Weißt du was, wir nehmen mal die Route hier eben. Nein, verhakt. Wie kannst du es wagen? Wir nehmen mal diese Route eben. Erstmal den Hänger lösen. Ja, kriegen wir ihn jetzt schon. Und gelöst, jawohl. Alter, aber mit Schmackes hier. So, Bremse wieder runter. Und dann gehen wir hier mal ein bisschen kleiner rein. Ihr seht schon ungefähr das Setup. Wir gucken uns das gleich nochmal im Detail an. Also, Johannes wollen wir. Und dann nehmen wir den 16er, den 15er. Nehmen wir hier den 15er, den kleinen Johannes. Der kleine Johannes, der kann es. Und das Ganze ist ja hier Pop-Up-Rigs mit Johannes als Maiskorn. Und dann auch hier wieder raus. 21 Meter Clip, habt ihr ja auch schon gesehen. Und dann raus hier auf die 21 Meter. So. Eine Möglichkeit, um jetzt hier vielleicht ein bisschen mehr die Schleie zu pushen, wäre ganz simpel einfach auch noch eine Schleienfuttermische hinterher zu werfen. Warum nicht? Vielleicht triggert das ja, huh? Einfach mal gucken. Schön entspannt. Schön entspannt hier noch die Schleie als Beifang. Das wäre doch was. Ich habe jetzt allerdings schon ein bisschen viel Futtermische drin. Jetzt mache ich ungern nochmal mehr Futtermische rein. Und eigentlich hätte ich auch am liebsten mehr Lederkarpfen, denn die sind recht selten und die können trotz allem eben hier gut reinballern. Ja, so ist das schon ganz okay. Also, wir gucken das Setup mal eben an. Natürlich ein bisschen übertrieben. Du kannst hier anfangen mit den ganz normalen Fortuna Carps. Beste Karpfenroute, wenn du dir unsicher bist. Ich verlinke es nochmal eben. Was kaufen ab Level 20? Bestes Setup für den Start auf Karpfen. Natürlich dann mit sowas Entspannten, auch wie so eine HSV zum Beispiel als Rolle. Gutes Allround-Gerät. Und dann geht man hier natürlich kleiner rein. Wenn du ein übertriebenes Setup hast, so wie das hier, klar, kann man natürlich verwenden. Ich bin jetzt hier gerade mit 36 Kilo unterwegs, komplett bequem. 18 Kilo Setup wird aber auch komplett reichen. Vielleicht hat man sogar auch noch ein bisschen eine höhere Chance, was zu fangen, mit einer besseren Frequenz, denn hier verscheuche ich schon auch ein bisschen was mit der, ja, dickeren Schnur und sowas. Also, naja, am Bärensee läuft zumindest auch relativ gut auf kleinem Setup. So, 20er Pop-Up Boilies und Mais. Ich habe Gelb probiert, war nicht so geil. Ich habe klassische Haarmontage probiert, war nicht so geil. Am besten tatsächlich Pop-Up Rigs als Montage und dann eben die Kombination hier mit einem 20er Boilie bzw. 15er Boilie für eine bessere Frequenz. Mit dem Maiskorn, zack, Johannisbeere drauf, alles auf Johannisbeere und raus damit. Futtermische gucken wir uns natürlich auch gleich noch an. Bei der Futtermische gibt es ein paar Variationsmöglichkeiten. Wir gucken mal eben kurz rein. Zap, 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 beziehungsweise wir bauen die einfach mal als Kugel nach, ne? Dann haben wir das schon hier als Kugel. Wir nehmen hier als Kugelform einfach mal die Basis Mais, geht immer. Wir nehmen natürlich als Soße den Johannes und dann haben wir hier alles, was Johannes ist, ballern wir rein. Feed Pellets in zwei Variationen, zap und zap. So, damit sind wir erstmal durch mit dem, was es eigentlich ist. Und jetzt müssen wir ein bisschen variieren. Wir können sehr gut, gerade bei Pop-Up Rigs unter Verwendung von Maiskorn, kann man immer auch gerne nochmal Mais mit reinnehmen. Zusätzlich haben wir ja auch Mais als Basis. Und Mais ist auch immer wieder gut für Goldschleie. Was habe ich jetzt noch mit drin? Ich habe Preiselbeer noch mit drin. Preiselbeer gibt es auch nochmal. Preiselbeer hatte ich gerade auch als Boilie mit dran. War aber nicht so erfolgreich. Tatsächlich hier ganz klein. Beziehungsweise auch als Maiskorn. Ich glaube, da ist tatsächlich am besten einfach auf Johannes zu bleiben. Aber Preiselbeer-Komponente kann man zum Beispiel mit reinmachen. Man kann aber auch gänzlich andere Sachen noch mit reinmachen. Hier kann man, glaube ich, einfach ein bisschen variieren und testen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man hier vielleicht nochmal mit Sahne reingeht. Warum auch nicht? Süße Sahne zum Beispiel. Süße Sahne als Pellets. Durchaus eine Option, dass man das dann nochmal kombiniert.
Weißt du was, wir machen das einfach mal. Und dann nennen wir das hier Johannes Sahne. Und vom Bärensee, zap, 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 zap. Und dann fette ich das einmal an. Und dann hat man hier eben nochmal so eine etwas süßliche Komponente. 10 von 10, tipptopp. Und hier geht's auch direkt weiter. Ja, so und so ähnlich, so lübt das. Und so darf das auch gerne gehen. Wie gesagt, Frequenz ist normal gut. Kann man gut machen. Auf dem Kanal findest du sämtliche anderen Spots auch noch, die hier auch funktionieren. Guck dir am besten sonst auch nochmal ein Basic, Bärensee Basic Video an. Wie starten am Bärensee? Wie starten Karpfen? Es gibt ganz, ganz, ganz viele Videos zu den Basics zum Karpfen, Angeln und ansonsten einfach rausziehen. Ne? Gerade hier, wie gesagt, mit den Lederkarpfen, da bin ich halt so ein bisschen scharf drauf. Ich teste auch gleich nochmal, wie gesagt, so ein bisschen das Sahnige. Das funktioniert auch immer wieder ganz gut beim Lederkarpfen. Also eher dieses Süßliche, das triggert. Wenig Amure gerade, viele Spiegel, ein paar Leder. Ja, und jetzt gleich noch die Goldschlein Super Trophy und ich bin komplett happy. Zack, es bimmelt weiter, es geht direkt wieder los. Und das auf der gerade frisch ausgeworfenen. Und ja, genau. Mit dem kleinen Boilie hier. Vielleicht gehen jetzt hier auch gleich noch ein bisschen mehr die Schleien. Ja, so viel dazu. Spot ist bekannt. Achso, auf der Map noch gar nicht gezeigt. Da ist er. Sollte eigentlich jeder kennen. Der andere ist hier oben. Kann man immer erkennen an diesem Dreieck hier. Zack, der ist der nächste Spot. Man wirft quasi von hier in Richtung an dieser Kante. Von diesem Dreieck hier, von diesem Bereich. Wie gesagt, hier ist das Dreieck, das zeigt schon hier hin, sollte man sich hinstellen. Und wir werfen hier hin, denn hier ist nochmal so eine Muschelbank. Und da werfen wir quasi so hin. Und die andere Stelle sollte auch bekannt sein aus vielen Videos. 55, 31, zack, da geht es hier einfach raus. Und gib ihm. Das sind die drei Spots. Also Attacke, Vollgas, ab zum Bärensee. Wenn was geht, dann Bärensee. Der geht einfach immer. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, das gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.